Ich muss Ihnen was erzählen. Ich war neulich mal wieder bei meinen Eltern. Und es ist ja interessant, ich bin jetzt erwachsen, die sind jetzt ja auch älter schon. Und ich finde, es ist Zeit, ihnen was zurückzugeben. Ja, so Dinge, die sie einem selber gegeben haben. So Dinge wie zum Beispiel, jetzt geht doch mal gerade. Hebt ihr die Füße auf beim Gehen, ja? Muss der Fernseher so laut sein oder sollen wir hier alle taub werden? Und wer hat die Gehhilfe im Flur stehen lassen? Stand die da schon, als ihr die genommen habt? Oder? Na, solche Sachen eben. Ne? Ich muss sagen, ich habe wirklich Respekt vor meinen Eltern, besonders vor meiner Mutter. Ich habe Respekt vor jedem Menschen, der was geboren hat. Weil eine Freundin von mir hat mir mal die Wahrheit über Schwangerschaft erzählt. Die hat erzählt, im 8. Monat, wie die da lag, nur noch eine Achterbahn der Hormone und sagte nur noch Sachen wie, die Lampe da, die passt da nicht hin, tust du die mal darüber? Oh nee, da passt die Lampe auch nicht hin. Tust du die darüber? Ich weiß nicht, wo die Lampe hinpasst. Ich werde nie eine gute Mutter sein. So geht's da ab, ja. Wenn die Kinder dann da sind, ist alles gut. Ne? Alle lieben ja Kinder, außer mir. Nein, die sind lieb. Die sind auch so kreativ. Die haben so viel Vorstellungskraft. Ich habe mal einem Sohn von einem Freund von mir ein Frühstücksbrettchen geschenkt mit seinem Namen drauf. Für mich nur ein einfaches Frühstücksbrettchen, für ihn ein harter, eckiger Gegenstand, den er mir gegens Knie hauen kann. Ich denke inzwischen bei jedem Geschenk für Kinder, wie sich das an meinem Körper anfühlen würde.